Ja, und willkommen zurück zu Fable Anniversary. Wir Eure schauen uns Gesundheit jetzt mal ist auf an. niedrigem Stand. Habt ihr Tränke oder Essen? Ja, ich habe Essen, das kann ich mir reinstecken. Moment. Inventory. Snacken wir uns halt mal erstmal was rein, damit der Typ mal die Klappe hält hier. Ein paar leckere, schmackhafte Äpfel. Naja, toll. Und jetzt geht's weiter. Können wir mit dir labern? Ich habe gehört, dass ein paar Händler Hilfe brauchen. Nehmt die Questkarte und macht euch schlau. Ja, okay. Händler-Eskorte. Hauptjagdwettkampf. Ja, dann übernehmen wir den Quest erstmal. Und schauen mal, was wir hier machen können. Zurück in den Schatten. Frei nach Gandalf dem Grauen. Wo geht's denn lang? Muss mal die Kamera anpassen. Hier ein bisschen rausgezoomt. Weil irgendwie ist das schon prall auf den Charakter gegangen. So, laufen wir hier lang. Wieder zurück in den Great Wood. Jawohl. Und wieder die. Ach, hier war das Schwert. Oh nein, der arme Händler. Richtig elegant hier. Welche Finesse! Ja, das stimmt. Feuer, Feuer, Feuer. Jo, Mann. Hallo. Hallo. Man kann nicht weiter mit ihnen reden. Okay. Na dann. Rennen wir mal auf zur nächsten Bedrohung. Eure Gesundheit ist auf niedrigem Stand. Habt ihr Tränke oder Essen? Deine Gesundheit ist auf niedrigem Stand. Euer Gesundheitszustand ist kritisch. Esse ich jetzt erstmal so zwischendurch im Kampf einen Apfel. Für die Gesundheit. Da können wir sogar zwei reinsnacken. Dann esse ich dann gleich noch einen Apfel. Dann müssten wir in die Richtung. Oh Gott, noch mehr Banditen. Ja, nice. Na, das ist ja geil abgehoben. Morgen früh wird wieder schick gearbeitet. Eure Gesundheit ist auf niedrigem Stand. Habt ihr Tränke oder Essen? Ja, ich hol mir gleich irgendwas zum Snacken. Jetzt nicht im Real Life, weil ich schon wieder viel zu viel zugenommen habe. Oh, Corona-Zeiten sind echt scheiße, weil du halt Danke nichts für die unternehmen Insight. kannst. Ja, moin. Das sieht ganz in Ordnung aus. Hast nichts mit Freunden unternehmen, du kannst.
jetzt, wo es wieder kälter ist, auch nicht mehr gescheit laufen gehen. Das ist richtig, richtig ätzend. Ich bin ja öfter laufen gewesen, um mich ein bisschen fit zu halten. So persönlich. Und ja, wenn es noch scheiße kalt ist, dann ist Laufen richtig ätzend. Den Schlüssel haben wir, glaube ich, noch nicht zusammen. Shit. Punch, Punch, Punch! Was ist denn in diesem Land hier los? Ihr seid jetzt gut genug, das Ausdrucksmittel Entschuldigung zu benutzen. Lauft! Das ist eure einzige Chance! Rotes Fleisch. Ja, wo waren wir gerade? Wir hatten das Thema Corona in Corona-Zeiten. Ja, das war das einzig Gute, das ihm passieren konnte. Da hast du recht. Und fit halten ist halt momentan wirklich ungünstig. Hier noch einen Apfel, dann reisen wir weiter. Dann muss ich wieder mit Sport unter der Woche anfangen. Ich habe eine Sportmatte gekauft und... Ein paar Räuber verlangen Zoll in dieser Region. Vorsicht! Aha. Viel zu wenig Sport damit getrieben. Lesen wir mal, was da drauf steht. Wann? Räuber zwei Haus voraus. Ja, den werden wir ordentlich einheizen. Ich hoffe, ihr habt das Gold für sie. Diese Räuber holen uns zum Spaß sonst um. Ja. Halt das Gold bereit. Weiter. Auf. Das hier ist ein Privatweg. Ihr müsst zahlen, wenn ihr durch wollt. Ja, oder wir könnten euren Kopf zur Zierde aufhängen. Uns ist beides recht. Also, wenn euch euer Leben lieb ist, schiebt die Talerchen. Gebt die Talerchen her und wir. Ich warte. Kann ich den angreifen? Jetzt rein. Wo muss ich denn hin? Ja, und dann rechts halten. Wollt ihr aufgeschlitzt werden? Eure Gesundheit ist auf niedrigem Stand. Habt ihr Tränke oder Essen? Euer Gesundheitszustand ist kritisch. Moment. Na gut, ja. Die werden aufgehalten. Ja, dann irgendwas zum Reinhauen. Eure Gesundheit ist auf niedrigem Stand. Ja, habt ihr Tränke? Irgendwann ist es auch schon mal gut. Muss irgendwo abschalten, bestimmt. Aber ich snack mir jetzt trotzdem mal einen Apfel rein, der Typ einfach mal die Klappe hält. Noch mehr Lager. Den legen wir uns jetzt erstmal lieber nicht an, wahrscheinlich. Dann rüste ich mal den Bogen aus und mach mich bereit.
kann da nicht hinsehen. Versucht, euren Kampfmultiplikator noch höher zu bekommen. Weg mit dir. Und down. Das war's mit dem. Da scheint's noch was zu geben. Eine Dämonentür. Sprechen wir mal mit dem. Wir machen das so. Ihr tut vor mir etwas schrecklich Böses. Dann gehe ich auf. Was schrecklich Böses. Ist echt ein bisschen ungünstig, dass die Q und E-Taste so nah aneinander liegen. Weil du der Mascha ziemlich Probleme hast. Widerlich. Ich will wissen, was da drin ist. Kallistor. Ach, geil. Na, das geht ja fast wie von selbst. Dann schalten wir mal dieses Tor hier frei. Und haben das jetzt hoffentlich endlich entdeckt. Wenn wir hier ein bisschen schneller und effizienter reisen. Halten das Schwert bereit, oder? Tag, Sir. Ihr seid ja wohl als Hühnerschreck bekannt. Ja. Tatsächlich. Und jetzt hier entlang. Im Landhaus Rose. Machen wir mal einen Abstecher hin. Ich möchte halt einfach mal die Gegend ein bisschen erkunden, mal schauen, was hier so bewegt ist. Rose Cottage. Hört sich ja cool an. Wir verfügen auch über eine Dämonentür. Und was hast du zu sagen? Bei der ersten Verabredung mache ich niemals auf. Mein Herz wurde schon zu oft gebrochen. Ist ja nett. Ich kann nur jemanden reinlassen, der mich wirklich liebt. Das ist wahre Liebe. Und gibt's hier irgendwas gestrupft? Oh. Machen wir mal auf und schauen, was drin ist. 500 Gold. Ach, 1800 Gold habe ich schon. Das müssen wir bald mal in irgendwas investieren. Kann ich die aufmachen? Natürlich aufmachen. Naja, schade. Gott, ey. Also manchmal ist die Perspektive ein bisschen hackelig. Habe ich das Gefühl. Aber so macht es auf jeden Fall richtig Spaß.